kommen vom Spiel in Leverkusen. Ein Sieg und die deutsche Meisterschaft wäre klar gewesen. Und alle haben fest damit gerechnet, dass das klappt. Am Ende war es ein 0:0. War Leverkusen stärker als erwartet heute? Ja, ich glaube, ja, jeder von uns hätte natürlich gerne jetzt heute schon die Meisterschaft klar gemacht. Leverkusen hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir konnten leider vor allem in der ersten Halbzeit nicht so unsere Leistung auf den Platz bringen. Zweite Halbzeit waren wir sehr am Drücker, ja, aber der Ball wollte leider nicht ins Tor. Deswegen ja, verschieben wir es auf nächste Woche, ja, und hoffen dann, Meister zu werden. Spielbericht haben wir natürlich auch später noch in der Sendung. Jetzt gibt es ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder die Meisterschaft nächste Woche in Potsdam oder morgen möglicherweise auf der Couch, wenn Wolfsburg nicht gewinnt. Was ist Ihnen denn lieber, Linda? Ja, wir haben uns auch ein bisschen gefreut, weil die Party natürlich jetzt eine Woche nach hinten geschoben wird. Wir sind ja heute hier, wir dachten, dann sind wir nächste Woche wenigstens dabei. Also wir glauben, dass es schon cooler wäre, wenn wir nächste Woche auch ein gutes Spiel machen, überzeugend gewinnen, zu Hause Meister werden gegen Potsdam. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss der Saison und da freuen wir uns natürlich. Und es ist schön, dass Sie heute Abend bei uns sind. Vielen Dank fürs Kommen. Wir haben zwei Spielerinnen des FC Bayern München heute Abend bei uns. Linda Dahlmann und Clara Bühl. Der BVB kann morgen an den Bayern vorbeiziehen, aber der muss natürlich auch erstmal gewinnen. Clara, gehen Sie davon aus, dass das klappt oder kriegt man in so einer Situation, Sie kennen das ja auch, mal weiche Knie? Ja, natürlich. Wie schon gesagt, Dortmund muss erstmal gewinnen. Natürlich ist Bayern heute ausgerutscht, keine Frage. Aber wie schon gesagt, Dortmund muss erstmal gewinnen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass sie nicht zu viele. Oder ja, dass sie, ja. Die müssen gewinnen, so sieht's aus. Am 28. Mai, Linda, ist Großes geplant in der Bayerischen Landeshauptstadt. Am Rathausbalkon sollen eigentlich die Männer und die Frauen gemeinsam die Meisterschaft feiern. Gehen Sie, Stand heute, davon aus, dass Sie da möglicherweise alleine stehen? Schon mal drüber nachgedacht? Ja, wir hatten ja vor 2 Jahren die Chance, eigentlich auch mit den Männern dort zu stehen, aber da kam Corona dazwischen. Deshalb waren wir jetzt eigentlich heiß darauf, dass es dieses Jahr klappen wird. Jetzt kommt natürlich jetzt noch ein bisschen die Ungewissheit dazwischen, aber ich glaube, jeder weiß, dass dieses Jahr auch in der Bundesliga möglich ist, dass jeder gegen jeden gewinnen kann. Ich glaube, das war jetzt bei den Männern schon ja sehr oft der Fall. Deshalb, ich bin auch der Meinung, dass erstmal Dortmund nachlegen muss und ja, noch 1,5 Spieltage, sag ich mal, zu spielen sind und dann wird man sehen, ob das vielleicht möglich ist. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ja, es ist auf jeden Fall spannend, auch in der Liga und darüber freuen sich auch viele Menschen. Und dann lautet das nächste große Ziel die WM in Neuseeland und in Australien. Clara Bühl ist fit, ist mit Sicherheit gesetzt. Linda, was sagt denn Ihr Gefühl zu Ihrem Fuß? Wird es reichen? Klappt das? Ja, also ich bin ein Fan davon, jetzt erstmal ja, kleine Ziele zu setzen, nicht immer dieses Riesenziel immer nur im Auge zu haben. Ich glaube, das macht bei so einer Verletzung auch nicht so Sinn, sich da den Druck zu setzen. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich alles dafür geben werde und ja, noch 4 Wochen bis zum ersten Lehrgang ist und die Zeit, ja, nutze ich, wie ich kann und werde alles dafür tun. Aber ich bin auch ein Fan davon, wirklich fit zu einem Turnier zu fahren und dafür muss dann auch alles passen und ja, wenn es so ist, dann fahre ich sehr, sehr gerne mit. Das wäre natürlich ein Riesentraum. Mhm. Und wenn nicht, dann bin ich auch für die Vorbereitung bei Bayern wieder fit. Ja, es gibt noch ein paar Spielerinnen, hinter denen Fragezeichen steht, unter anderem auch Julia Quinn nach ihrem Kreuzbandriss. Wie gut wird das Team sein, das nach Australien fährt, nach Neuseeland, Clara? Mit welchem Ziel? Ja, ich glaube, wenn wir die EM anschauen, dann können wir da auf jeden Fall mit breiter Brust anreisen. Das Wichtige ist, dass wir eben, ja, fitte Spielerinnen haben, mit Julia und Linda ist natürlich noch eben ein Fragezeichen, aber wir haben natürlich einen sehr breiten Kader und einen sehr, sehr guten Kader, deswegen ja, ist mein Gefühl sehr, sehr gut und wir nutzen die Zeit, die Vorbereitung, die wir haben und fahren dann einfach ja mit dem Teamgeist und ja mit dem Anspruch auch einfach zur WM, wie wir zur EM gefahren sind. Also wir hoffen alle, dass wir das dann auch sehen können. Es ist kein Geheimnis, dass die Rechte noch nicht vergeben worden sind. Die Fronten sind auch relativ verhärtet, aber es wird auf höherer Ebene immer noch versucht, das zu regeln. Es geht um Sichtbarkeit natürlich auch für die Frauen und wir hoffen sehr, dass es da noch eine Lösung gibt. Und ich finde es also auf jeden Fall super, wenn wir diese Frauen-WM übertragen würden. Bei den Bayern wird unterdessen an einem neuen Kader gebaut. Bastelt. Vor einer Woche, da kam die Meldung von einer möglichen Verpflichtung von Pernille Harder und Magdalena Eriksson vom FC Chelsea. Und das wäre ja, muss man sagen, ein echter Coup. Die Bestätigung vom FC Bayern steht noch aus. Gehen Sie davon aus, dass Sie kommen?
Ja, ich glaube, wir hören ja als Spielerin auch immer das ein oder andere Gerücht. Das haben steht Sie denn natürlich, gehört? Ja, dass es im Raum steht. Und ich habe es auch auf vielen Internetseiten gelesen, dass es ein Gerücht ist. Also wir wissen es jetzt als Spielerin noch nicht. Es ist noch nichts offiziell. Aber ja, sind natürlich zwei sehr große Namen im Frauenfußball und wäre natürlich auch ein Aushängeschild für den Verein und für unsere Mannschaft. Und natürlich Weltklasse-Spielerin, die man noch aus der Vergangenheit kennt, auch aus der Bundesliga. Von daher, ja, sind wir auch gespannt. Also, würden wir nehmen, ja. Würden Sie nicht. Offenbar greifen die Bayern ganz oben ins Regal, aber was hat der Verein vor? Ja, ich glaube, in den letzten Jahren ja, sieht man einfach, ja, dass wir natürlich oben angreifen wollen. Vor drei Jahren oder zwei Jahren haben wir die Deutsche Meisterschaft geholt. Das war natürlich auch schon ein Zeichen. Und ja, auch diese Saison wollen wir die Meisterschaft holen und dann natürlich ja den Kader wieder ausbauen, ja, eine gewisse Breite haben, damit wir in allen drei Wettbewerben ja in den kommenden Jahren mitspielen können. Also eben auch möglicherweise in der Champions League. Jetzt hat Wolfsburg vorgestern zum 9. Mal nacheinander den Pokal geholt, ist seit 2013 7-mal deutscher Meister geworden. Die anderen Meistertitel gingen nach München. Wird in den kommenden Jahren alles auf dieses Duell rauslaufen? Ja, ich glaube, das Gegenteil hat Frankfurt am letzten Spieltag bewiesen, als sie 4-0 gegen Wolfsburg gewonnen haben. Ich glaube, es wird nicht immer nur dieser Zweikampf sein. Ich glaube, dass auch andere Vereine noch mehr investieren wollen. Freiburg, Frankfurt, was sind die? Ja, ich denke, ja. Frankfurt ist jetzt gerade so noch die größte Konkurrenz, die vielleicht dazukommt. Ich glaube, Hoffenheim auch. Ich glaube, das sind einfach Mannschaften, die auch mit oben angreifen wollen. Es wird nicht dieses Zweierduell bleiben, aber wir sind natürlich immer mit Wolfsburg so ein bisschen auf Augenhöhe oder wollen es sein, und das ist unser Anspruch, dass wir in Zukunft auch ja, den Pokal und auch die Champions League, das Finale erreichen, so wie es Wolfsburg diese Saison geschafft hat. Sie haben nicht zuletzt natürlich durch diese fantastische EM im vergangenen Jahr einiges in Gang gesetzt. Was die Zuschauerzahlen betrifft, ist die Entwicklung wirklich beeindruckend. Die steigen rasant und es sind auch etliche Rekorde gefallen. Wir können da mal drauf schauen. Also im April gab es in der Bundesliga einen Rekord in Köln. Da waren 38.000 Fans beim Spiel gegen Frankfurt. Das Champions League-Finale in Eindhoven mit 34.000 ist bereits seit Wochen ausverkauft. Auch das Halbfinale vom VfL Wolfsburg in Arsenal war ausverkauft. Da waren 60.000. Das war Rekord in der Königsklasse. Und das Pokalfinale gestern in Köln, das war auch ausverkauft mit über 44.000 Fans. Jetzt spielen die Bayern-Frauen relativ selten vor 30.000, 40.000 Zuschauern. Der Campus in München, der hat gerade mal 2.500 Plätze. Ich weiß aber, dass man von diesem Campus aus die Allianz Arena sehen kann. Ja, würden Sie da gerne öfter mal spielen oder was spricht dagegen? Ja, es sind natürlich erstmal Wahnsinnszahlen, die jetzt dieses Jahr ja, durch den Frauenfußball aufgestellt worden sind. Da sind wir natürlich mega glücklich, dass wir diese ja, Stadien kriegen und auch einfach diese Sichtbarkeit, dass die Fans in die Stadien kommen und uns anfeuern. Und es gibt auch gewisse Highlight-Spiele, die wir eben hier auch gesehen haben oder auch ja, unsere Champions League-Spiele. Viertelfinalspiel, wo ja, wir in der Allianz Arena gespielt haben. Aber ich finde immer, der Rahmen muss einfach passen, weil ja, ich glaube, im Moment noch nicht zu jedem Ligaspiel eben diese Masse kommen würde. Deswegen bin ich schon noch derzeit ein Fan von den Highlight-Spielen, weil du natürlich auch die Zuschauer dann anlockst und dann die Allianz Arena auch füllen kannst. Mhm. Aber möglicherweise irgendwann mal auch ein Champions-League-Finale in München, das wäre doch cool, oder? Würden wir nehmen, ja. Würden wir nehmen. So, jetzt nehmen wir erstmal die Meisterschaft am nächsten Wochenende. Turbine Potsdam ist schon abgestiegen. Wenn Sie da gewinnen, dann haben Sie es. Und ich wünsche Ihnen alles Gute dafür und finde es super, dass wir heute hier sind. Vielen herzlichen Dank. Danke. Clara Bühl und Linda Dahlmann.